keine Gedenkminute einlegen oder Gebetszeit geben. Mein Name ist Susanne Wustl, ich bin vom Philippusdienst, ein christlich-jüdischer Hilfs- und Versöhnungsdienst. We are the message. Wir sind die Botschaft. Unter diesem Motto sind wir in diesem Sommer unterwegs gewesen. 10 jüdische, 10 arabische, 10 deutsche, junge Erwachsene. Und wir hatten nicht nur eine Botschaft zu geben, nämlich die Botschaft von der Versöhnung, sondern wir waren die Botschaft. Einfach in dieser Zusammensetzung der Israelis, Araber und Juden, die an Jesus glauben, und deutsche junge Erwachsene, die an Jesus glauben. Und wir waren unterwegs zum zweiten Mal. Das erste Mal waren wir im Sommer 2017 hier in Berlin und haben mit Hilfe von unseren jüdischen Geschwistern Betzah Shalom und Jews for Jesus das am Brandenburger Tor verkündigt. Und dieses Mal waren wir in Bayern unterwegs und in Österreich. Und ich möchte gern nachher einen Videoclip zeigen, bloß ein bisschen, weil es auf Englisch ist, ein bisschen vorher erklären. Wir waren also gemeinsam unterwegs, weil wir gesagt haben, wir möchten etwas in die Welt bringen und der Welt sagen, nämlich, dass es möglich ist, in Jesus Christus Frieden zu haben, in Jesus Christus versöhnt miteinander unterwegs zu sein. Und wir haben also eingeladen, an einem Nachmittag waren wir in Unterfranken und haben Flüchtlingsfamilien zu einem Spielenachmittag eingeladen. Und die kamen auch in Scharen und auf einmal hat es angefangen zu regnen. Wir haben uns alle unter eine Tribüne geflüchtet und ganz spontan, obwohl wir als Gruppe erst 3 Tage zusammen waren und uns selber noch gar nicht so gut kannten, ganz spontan hat eine unserer arabischen Teilnehmerinnen das Mikrofon ergriffen, das da aufgebaut wurde, und hat gesagt, ich möchte euch etwas erzählen. Und sie hat auf Arabisch gesprochen. Und alle arabischen und auch afghanischen Zuhörer waren also ganz gespannt. Und sie hat gesagt, ich komme aus Israel und ich bin aufgewachsen in der Nähe von Libanon. Mein Vater ist Pastor. Und ich habe in der Kirche immer gehört, dass wir die Juden lieben sollen. Aber ich konnte das nie machen. Und dann hat sie erzählt, wie der Heilige Geist sie in ihrem Herzen überführt hat, wie sie die Juden lieben konnte, so sehr, dass sie heute gemeinsam mit Juden unterwegs ist, um von Jesus Christus zu erzählen. Und unmittelbar danach hat unser Partner Evan Thomas, der messianische Pastor aus Netanya, das Mikrofon ergriffen und hat gesagt, und ich wende mich jetzt ganz besonders an die Syrer hier, und ich möchte euch sagen, wir sind euer Nachbarland und ihr denkt, wir sind eure Feinde, aber wir leiden mit euch bei dem, was ihr mitmacht, und wir beten für euch. Und ihr könnt euch vorstellen, wir hatten die Aufmerksamkeit, wirklich. Und danach, Evan hat dann noch gebetet und hat gesagt, ich bete im Namen von Yeshua HaMashiach, erlaubt ihr mir das? Und dann sind sie alle da gestanden, haben ihre Hände gehalten, gehoben und wir haben gebetet. Und danach waren große, große Interesse, einfach über das zu sprechen, über diesen Jesus zu sprechen. Es war eine Evangelisation, wie ich sie, ich bin jetzt 40 Jahre lang Christ, so noch nie erlebt habe in Deutschland. Und bin einfach begeistert von dem, was wir da erlebt haben, auch dann danach in Salzburg. Und jetzt schauen wir uns das vielleicht mal an, diesen Clip. Zusammen, oh Elohim, lanu machaseh ba'ot, Israel bezarot,
Wir werden nachher zwei der Teilnehmerinnen bei uns am Stand haben, am Philippus-Stand, und ihr könnt sie einfach selber fragen. Ich kann sagen, wir haben Heilungen erlebt, Befreiungen, Bekehrungen. Sowas habe ich persönlich noch nie erlebt. Und wir haben diesen gemeinsamen Lobpreis gehabt, Arabisch, Hebräisch und Deutsch. Und im Oktober war ich in Israel und da habe ich gesehen, wie etliche unserer Gruppe beim gemeinsamen Gottesdienst von Arabern und Juden in Lavi Forest in Galiläa genau diese Lieder gesungen haben. Und da war ich so ein bisschen stolz drauf. Danke für eure Aufmerksamkeit.